Heute besuchen wir alle VIP-Onea-Spawn-Punkte. Wir suchen Onea und Billy an jeden Standorten in Paldea und Kitakami und wollen sie zum Kampf herausfordern und alle Belohnungen einstreichen. Den ersten Punkt auf dem Apfelhügel an der Klippe, die wir hinter uns sehen, haben wir bereits in einem Video gemacht. Den blende ich euch gleich mal ein. Ich zeige es euch nochmal schnell auf der Karte. Ja, das müsste ungefähr hier sein, wo die Fahne markiert ist. Da müssten sie stehen. Da haben wir schon gekämpft. Das blende ich euch jetzt mal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Bist du bereit, für die Aussicht auf Reichtum und Luxus einen Kampf mit mir zu liefern? Ja, yeah, bin ich. Bereite dich darauf vor, von der Geschäftsführerin von Paldea Immobilien vernichtet zu werden. Ich bin bereit. Was hat sie für Pokémon? Vor allem, was ist die Belohnung dann? Ulala, viel Erfolg, Onea! Mach ihn fertig! Okay. VIP Onea fordert dich heraus. Snowbilly Kid, ja, das passt ein bisschen dazu, ja, zu ihrem Auftreten. Auf welchem Level? Auch 65 ist das, alles klar. Kopfnuss wäre normale Fähigkeit, aber nur ein Pokémon, ja. Na gut, wir sind ein Drache, ne? Das trifft uns sehr effektiv. Kopfnuss macht okay einen Schaden, ja, aber es wird jetzt hier nichts. Wir überleben nicht noch einen Hit. Ein bisschen schade, Schokolade. Wissen wir halt doch. Aber also mit dem Pokémon, die ist jetzt hier noch nicht so viel zu spaßen. Die können jetzt hier noch nicht so viel ausrichten. Naja, gehen wir auf ein anderes Pokémon. Ja, gehen wir mal auf Phoenixes. Ist halt noch ein bisschen schade, wirklich. Müsste man halt die anderen Pokémon reinnehmen und auf Level bringen und dann kämpfen. So, oder können dann, kann man Schlappel und Rappel dann noch andere Pokémon beibringen, andere Attacken beibringen? Das hat er aber jetzt bisher versucht, nur eine Attacke zusätzlich zu erlernen. Schauen wir mal, ja, Überreste füllt was auf und jetzt killen wir dich einfach mal mit einem Zauberschein, so muss es sein. Also mit 100er Pokémon ist ja nun gar kein Ding hier. Titan Phoenixes ist ja hier am Start, der erklärt das schon, oder sie. Ist eine sie klärt das hier. VIP Onea wurde besiegt. Bravo, ja. So kämpft also der Pöbel. 17.000. Immerhin gibt sie viel mehr Geld als die bisherigen Kämpfe hier in Kitakami. Du bist einfach phänomenal. Ein wahrlich vortrefflicher Vertreter des Pöbels. Ulala, Onea. Selbst wenn du verlierst, siehst du noch bezaubernd aus. Hör gut zu, damit du was lernst. Wer reich sein will, muss wissen, wie man mit Geld umgeht. Das Preisgeld, das ich dir eben gültigerweise überlassen habe, solltest du für eine sinnvolle Investition in dein Leben nutzen. Betrachte dich selbst als deine wertvollste Kapitalanlage. Dann stehst du auch ohne Geld nie mit leeren Händen da. Da spricht sie immerhin wahre Worte, wirklich wahr. Komm mal, lieber Billy, mir steht jetzt der Sinn danach, diesen Wasserfall in Paldea zu sehen. Und zwar sofort. Ulala, wir sind gerade erst in Kitakami angekommen und reisen schon wieder ab. Du bist echt eine Vorzeige-Jetsetterin. Und weg sind sie. Also, interessantes Pärchen, wirklich. Nach dem Kampf mit VIP Onea muss sie uns irgendeinen Hinweis auf einen Wasserfall verraten haben. Das sind auf jeden Fall die Furienfälle in Paldea. Das heißt, wir switchen jetzt mal in der Karte hin und her. Wir machen das jetzt alles live. Den ersten hatte ich, wie gesagt, schon gemacht. Aber alle anderen machen wir jetzt hier live vor Ort. Wir müssen zu den Furienfällen, das ist in der Nähe vom Schrein der finsteren Flamme. Warte mal, jetzt auf Anhieb findet man es natürlich gleich nicht. Hier ist Schrein der unreinen Erde. Kennen wir die nochmal? Nein, ah, hier unten war es schon. Jetzt haben wir gerade die Karte gewechselt. Okay, hier unten war es irgendwo. Schrein der finsteren Flamme. Hier sind die Furienfälle, hier fliegen wir mal hin. Und dann kämpfen wir gegen Onea. Erstmal müssen wir sie suchen. Wir müssen jetzt hier auf der rechten Seite des Wasserfalls mal hinaufklettern. Das sieht auch immer cool aus, ja? Die Animation hier, das Dragoran fliegt mit dem Flugzeug mit, ist auch richtig nice. So, nördliche Zone 2 sind wir hier, ja? Wir klettern hier nach oben. Nidoran macht das natürlich mit Bravour. Und hier oben müssten sie irgendwo stehen. Ja, hier haben wir sie doch schon. Hier haben wir sie doch schon. Na, guten Tag auch. Was geht denn ab? Ich hoffe mal, ich habe jetzt genügend Pokémon dabei. Sie hat, glaube ich, nur ein Pokémon gehabt, ne? Lassen wir uns überraschen. Wir könnten hier natürlich maximal Geld rausholen, wenn wir hier zum Beispiel mit einem Münzamulett am Start sind. Oder hier halt auch zum Beispiel das Hisui Zoroark mit goldenen Zeiten und Münzamulett mitnehmen würden. Hätten wir auch machen können, aber jetzt ist es zu spät. Wer weiß, sie gibt, glaube ich, gar nicht nach jedem Kampf Geld. Das ist also eines der 10 Wunder Paldeas, von denen ich so viel gehört habe.
Ja, echt krass, ne? Die Furienfälle sind schon echt nice. Ja, ganz richtig, liebste Onea. Vor dir siehst du die sogenannten Furienfälle. Echt krass, ne? Ein bisschen Geschichte haben wir ja auch noch mit. Sie sind nicht ganz so beeindruckend, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Aber so mickrig die Wasserfälle auch sind, ich kann die Negativ-Ionen förmlich spüren. Ja, Glückwunsch. Eine echte Lady wie du lässt sich eben von nichts die Laune vermiesen. Schwarzgurt Billy, ja? Von dir gehen nicht nur Negativ-Ionen aus, sondern regelrechte VIP-Ionen. Kein Wasserfall der Welt lässt mich so entspannen wie deine Präsenz. Uhlala. Ach, Billy, wie recht du doch hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. So, bemerken Sie uns jetzt. Ja, ah, jetzt. Oho, wenn das nicht unser Vorzeigevertreter des Pöbels ist. Stimmt, das ist er. Die Geldnot steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ah, total. Ich brauche ein bisschen Kohle. Ob das Schicksal ihn hierher geführt hat oder wurde er von deinen VIP-Ionen angelockt? Man weiß es nicht, ne? Oho, sehr gut möglich, mein Lieber. Als VIPs ist es unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Aha. In diesem Sinne, das hier ist für dich. 15 Riesenperlen gibt's hier einfach mal. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Aber wir müssen gar nicht gegen sie kämpfen. Nicht jedes Mal, ja? Mit Geld ist es wie mit den Negativ-Ionen. Wenn man davon umgeben ist, bietet es einem mehr Stabilität und Ruhe. Doch das Glück, das man dadurch erhält, ist flüchtig. Boah, wie tiefgründig. Aber an einem Kind ist deine Weisheit garantiert verschwendet. Wie Perlen vor die Ferkuli. Wie dem auch sei, Billy, als nächstes will ich an einen möglichst abgelegenen Ort, hörst du? Für heute habe ich genug von Sehenswürdigkeiten. Ulala, du hast dich in wohl kürzester Zeit an diesen Sehenswürdigkeiten satt gesehen, was? Kein Wunder bei einer Vorzeige-Jetsetterin wie dir. Wie gut, dass ich den perfekten Ort für diesen Fall kenne. Er liegt auf der Grenze zwischen der südlichen Zone 5 und der südlichen Zone 1. Das ist der nächste Hinweis. Da schreiten sie also von dann. Ich würde jetzt aber mal... Wir müssen, denke ich mal, irgendwann nochmal gegen sie kämpfen. Suchen wir mal schnell in den Pokémon-Boxen hier das Hisui Zoroark mit goldenen Zeiten und dem Münzamulett heraus. Einfach damit wir hier, ist es doch schon, damit wir hier schön abfarmen können, die Onea. Level 100 packen wir hier mal rein. Dann an die Stelle Nummer 1. Da müsste der Hase laufen. So, zwischen der südlichen Zone 5 und südlichen Zone 1 müssen wir erstmal auf der Karte schauen, wo das hier genau ist. Südliche Zone 5, südliche Zone 1, genau auf der Grenze. Könnte vermutlich hier irgendwo sein. Na, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir müssen... Ja, wir starten mal vom Schrein des modrigen Holzes aus. Und dann schlagen wir uns mal durch die Wildnis und suchen VIP-Onea und den guten alten Billy. Schwarzgurt Billy. In diese Richtung müssen wir hier gleich mal noch ein paar Items einsacken. Ja, nee, ja, das Item wollte er nicht mitnehmen, aber lieber in das Pokémon reinfahren, ne? So, wir gehen auf Flucht. Ein Pummel auf Level 5. Ja, krass, ne? So, jetzt lass mich das hier mal aufheben. Ein Paraheiler, ja, kann man ruhig mal mitnehmen. So, jetzt müssen wir hier Ausschau halten nach den guten beiden. Müssen wir hier hoch, ja? Wir müssten eher mal hier hoch. Sie sind auf der Grenze. Ich denke mal, die stehen hier irgendwo da oben. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur grob die ganzen. Aber das können wir jetzt alles gemeinsam machen. Da steht eine Trainerin. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich denke mal noch ein bisschen weiter ins Landesinnere rein. Dort oben vielleicht. Schauen wir mal. Wenn nicht, muss ich halt mal Dr. Google anschmeißen. Ne? Hier oben? Nein, hier oben sind sie doch schon. Da haben wir sie. Hier geht es jetzt weiter. Völlig abgelegen. Aber man hat einen wunderschönen Blick auf dieses Gebirge hier. Und auf die Landschaft und auf das Meer natürlich auch richtig schön gemacht. Also auf jeden Fall cooler Ort, den Billy hier rausgesucht hat. Billy, der Fremdenführer, ist das hier. Wird fürstlich entlohnt für seine Reise-Guru-Fähigkeiten. So, was geht jetzt weiter? Was für ein absolut gewöhnlicher Ort. Hier gibt es wirklich rein gar nichts Sehenswertes. Ja, die stehen auch mitten vor einem Ast, ne? Genau danach habe ich gesucht, mein liebster Billy. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude. Nichts macht mich glücklicher als dich glücklich zu sehen. Ich kann förmlich spüren, dass dieses Land von mir gekauft und in mein neues Business verwandelt werden möchte. Okay, was willst du hier machen? Nanu, wenn das nicht unser liebster Vertreter des Pöbels ist. Ja, ich bin wieder da. Du hast recht, das ist zweifelsohne unser bedürftiger Freund. Dein Charisma wirkt so anziehend, dass du die Leute selbst an einen Ort wie diesen hier lockst. Oho, wie recht du doch hast, Billy, mein lieber Billy. Als VIPs ist es unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne, das hier ist für dich. 15 Nuggets gibt's hier, no? Nehmen wir auch gern mit, kann man alles gut verkaufen. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Geld findet man dort, wo man es am wenigsten erwartet. Besonders in Einöden wie dieser hier. Deine Möglichkeiten sind so unermesslich wie der blaue Ozean. Das stimmt, da hat sie wohl recht, ja. Was spüre ich da? Sind das deine Worte der Weisheit, die meinen Körper durchdringen? Ah, so erfrischend wie kühles Wasser nach einer anstrengenden Yoga-Stunde. Weiter geht's, Billy. Als nächstes will ich nach Kitakami und von den dortigen Früchten probieren. Ulala, Kitakami, waren wir doch neulich erst. Jetzt willst du wieder zurück? An eine Jetsetterin wie dich muss die Welt sich erst noch gewöhnen. Ich werde eigenhändig Äpfel für dich auspressen, liebste Onea. Ja, nimm deinen Mund mal nicht so voll, du, ja? Alles klar, aber das ist natürlich wieder eine Anspielung. Wo gibt's denn in Kitakami Früchte? Natürlich auf dem Apfelhügel, da sind sie wieder, aber nicht an derselben Stelle. Nein, diesmal eine andere. So, ja, das war zu groß gemacht hier. Jetzt mach sie mal hier. In der Nähe von Midoriya. Wir fliegen hierher und dann gehen wir auf den Apfelhügel und schauen uns da mal ein bisschen um. Wir müssen dort irgendwo genau zwischendrin auf irgendeinem Feld stehen. Und Äpfel pflücken, auspressen und aussaufen das Ganze. Dragoran fliegt mit uns wieder mit. Wir fliegen jedes Mal mit dem Flugzeug. Auch sehr cool. Aber einen Flughafen habe ich hier bisher noch nicht gesehen, ne? So, wir cruisen mal wieder hoch. Miraidon ist am Start. Und unser Hisui Zoroark auch für den Fall, dass wir kämpfen müssen und hier maximal Kohle einsacken können. Ein Pfiffikus hier reingerannt. So, warte mal, hier oben. Hier sind sie, guck an, hier sind sie. Schon geht es weiter, ich bin euer Verfolger, ich stalke euch. Aber es ist wirklich auch ganz nett, eine nette Sidequest hier. Wie es immer alles rumst und wackelt, ja. So. Billy, sieh dir das an, was für ein entzückender Vorgarten. Meine liebste Onea, das ist doch kein Vorgarten. Du stehst in der hiesigen Obstplantage. Ist das dein Ernst? Diese paar Obstbäume sollen eine Plantage sein, wie erfrischend bescheiden. Danke, dass du mich korrigiert hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. Nicht der Rede wert, meine Liebste. Auch für mich ist die Lebensweise des Pöbels noch ein großes Mysterium. Ach ja, gewöhnliche Menschen sind mir einfach ein Rätsel. Es ist aufregend, sie zu erforschen. Nanu, wenn man vom Pöbel spricht, da ist wieder unser mittelloser Liebling. Oh, du hast recht, wieder einmal kreuzen sich unsere Wege und wieder einmal steht er mit leeren Taschen da. Ich will noch mehr über dich und den Rest des Pöbels erfahren, euch näher kommen. In diesem Sinne würdest du noch einmal gegen mich kämpfen. Jetzt ist es soweit. Wir dürfen mal wieder gegen Onea kämpfen. Da zeigt sich wieder dein größtes Laster, meine liebe Onea. Du kannst einfach nicht anders, als andere durch einen Kampf kennenzulernen. Oho, bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du deine Vorbereitungen getroffen hast. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Also sie sagt einem das noch auch vorher, wenn man kämpfen kann. Also hat man jederzeit die Möglichkeit, hier maximal Kohle rauszuziehen. Muss man jetzt gar nicht drauf gefasst sein. So, sie hat einen Snowbully-Cat, also hatte sie beim letzten Mal. Ich denke mal auch jetzt. Sie wird wohl ihr Team jetzt nicht angepasst haben, aber natürlich alles in einem Luxusball verpackt. Snowbilly Cat. Hätte nur noch ein Shiny Snowbilly Cat gefehlt. Und unser Hisui Zoroark natürlich als Uhafnir getarnt. So, wir setzen als erstes mal die goldenen Zeiten ein. Erstmal schön das Preisgeld verdoppeln. Und ich hoffe, das Münzamulett ist auch noch drauf, weil das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber müsste eigentlich sein. Das müsste eigentlich passen. Ja, ich weiß. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe nicht geschaut. Trägt er noch. Ja, trägt denn Hisui Zoroark noch das Münz? Ja, er trägt es noch.
Es trägt es noch, also können wir jetzt angreifen. Ja, Niedertracht ist wirkungslos, deshalb bleibt nur der Terra-Ausbruch. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir hier machen können. Das reicht schon für das Ding hier. Snowbilly Cat ist down. Also die Kämpfe sind ja jetzt nicht ultra anstrengend. Gehört einfach nur zu der Quest hier dazu. Gut. Was für ein Glück, dass ich als VIP steht, Siegerin der Herzen bin. 69.080 Poké-Dollar, das kann sich sehen lassen. Schon wieder besiegst du mich. Wer oder was bist du? Ja, ich bin der Champ aus Paldea. Einer der Champs, gibt ja mehrere. Sag mal, Billy, sind die Pokémon des Pöbels immer so stark? Oder ist dieses Exemplar hier eine Ausnahme? Wenn du mich fragst, hat er etwas, das nur wenige Menschen des gemeinen Volks haben. Und zwar Ambitionen. Ja, ich könnte aufsteigen. Ich könnte auch zum VIP werden, ne? Ambitionen? Du meinst diese Sache, die uns VIP sein Leben lang verwehrt bleibt? Na, aber hallo. Deshalb konnte ich ihn also nicht besiegen. Jetzt fällt es mir wie Triebperlen von den Augen. Wo wir gerade von Perlen sprechen, ich glaube, das Wasser ruft mich, Billy. Als nächstes will ich, dass du mir das größte Gewässer in ganz Paldea zeigst. Ulala, von deiner explosionsartigen Neugier könnten sich andere Jetsetter noch eine Scheibe abschneiden. Dann gönnen wir uns mal eine gediegene Auszeit am Strand einer Insel. Viel Spaß! Und natürlich das größte Gewässer kann ja auch nur in Paldea der Calderosee sein. Also gehen wir mal auf die Karte. Wir wechseln wieder in die Paldea-Region. Die switchen immer hin und her, Junge. Die sind auch Reisekosten ohne Ende, aber die haben es ja dicke. Hier haben wir den Calderosee und ich glaube, die Insel müsste es gewesen sein. Ja, wir fliegen jetzt mal hier zu diesem Turm hier hin. Aussichtsturm Nummer 1 von Caldero. Und dann schauen wir einfach mal, ob die hier auf der Insel am Strand sind und sich im Wasser ahlen oder auch in der Sonne ahlen. Bin ich gespannt, ja. Und vor allem, am Ende kommt eine richtig fette Summe zusammen, wenn man das alles verkaufen würde, was die hier einem schenken und das ganze gewonnene Preisgeld, was wir ja jetzt nebenbei vervierfacht hatten, kommt einiges an Asche zusammen. Kann man echt gut gebrauchen. So, wir müssen jetzt erstmal ein kleines Stückchen an Weg auf uns nehmen. Aber man sieht die Insel ja schon in der Ferne. Der Wind braust auch über das Land. Über das Festland rings um den Calderosee. Ja. Tropius hätten wir hier noch. Fleckmon kennt man alle schon, ja, aus dem Paldea Let's Play. Noch ein paar Items auf dem Weg mit dem hier. Tratinis Dragoni ist auch sehr schöne Pokémon, ne? Ich hoffe mal, das ist jetzt auch die richtige Insel. Oder wenn nicht, war es die andere. Garados ja auch mit am Start. So, wo? Ah, hier hinten. Hier hinten sieht man sie schon, ne? Hier hinten sieht man sie schon. Was habt ihr jetzt zu sagen? Gibt es wieder eine neue Lektion fürs Leben? Und immer bebt die Erde, oder was weiß ich. Die Kamera, eins von beiden. Sieh dir das an, Billy. Ist das eine Pfütze? Aber nicht doch, liebste Onea, das ist der größte See von ganz Paldea, der Calderosee. Das soll ein See sein? Bist du dir sicher? Für mich sieht das höchstens nach einem Teich aus. Sag mal, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Ob er das weiß? Oh, das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, die Wertvorstellungen von uns VIPs unterscheiden sich einfach zu sehr von denen gewöhnlicher Leute, um so etwas zu beurteilen. Ah, sie hat uns bemerkt. Nanu, da ist, du weißt schon wer wieder. Voldemort, genau. Oh, du hast recht. Das ist zweifelsohne unser liebster Vertreter des kleinen Mannes. Du kommst sehr gelegen. Vielleicht kannst du mir ja eine Frage beantworten. Was ist der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Die Größe oder die Tiefe? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ne? Aber ein See, ein Teich ist ja prinzipiell kleiner als ein See, ne? Ein Teich ist kleiner als ein See. Aber ja, verstehe. Es wundert mich nicht, dass ein Mitglied des Pöbels über die Art vom Allgemeinwissen verfügt. Als VIP ist es meine Pflicht, mich für diese Auskunft bei dir zu revanchieren. In diesem Sinne, das hier ist für dich. 10 Triebperlen gibt's auch nochmal on top dazu. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Glück ist wie Wasser.
Ob es eine Pfütze, ein Teich oder ein See ist, kommt nur auf die Perspektive an. Danke für deine Worte, ne? Du bist einfach unglaublich, meine liebe Onea. Gerade eben hat noch der arme Schlucker dir etwas beigebracht und prompt haust du ihm sein eigenes Wissen um die Ohren. Weiter geht's. Weiter geht's, Billy. Als nächstes möchte ich einen Berg sehen, der so hoch ist wie der Profit unserer Firma. Ja, so einen großen Berg gibt's wahrscheinlich hier nicht. Ulala, bei einer Vorzeige-Jetsetterin wie dir dürfte es niemanden wundern, dass der Gewinn deiner Firma höher als jeder Berg ist. Komm, lass uns auf einem verschneiten Berg Eis-Pokémon beobachten und Eiscreme genießen. Natürlich, das kann ja nur ein Berg sein. Hier gibt es nur einen verschneiten Berg. Und den sieht man hier auch schon im Hintergrund. Also hier hat man ihn gesehen, den Montanata. Und da müssen wir mal eben raufklettern, beziehungsweise wir fliegen rauf. Wir markieren uns mal das Ziel. Oh, Junge, ich glaube hier. Wir fliegen nach Frigomonta und gleiten dann einfach mit Miraidon den Berg hinab. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar Items. Vielleicht sehen wir auch noch Pokémon, die wir bisher hier noch gar nicht gesehen hatten. Es kann alles interessant werden, ja Mann. Also ich habe hier noch nicht alles von Paldea gesehen. Ich sehe es noch immer wieder an den ganzen Items, die hier noch rumliegen. Ich habe sie jetzt endlich gefunden. Es hat echt lang gedauert, obwohl ich hier schon dreimal an der Stelle gefühlt vorbeigegangen bin. Also hier ungefähr sind die. Dort, wo ich jetzt bin, da ist die Stelle in der Nähe der nördlichen Zone 3, ja. War jetzt echt schwer zu finden. Die ploppen ja aber auch erst kurz vor einem auf. Und jetzt schauen wir mal, was sie meint. Oh ne, ja, ist glaube ich der vorletzte Spawnpunkt hier. Und wieder rumst es gewaltig. Eine Welt aus strahlendem Weiß, wohin man nur sieht, das ist wahrer Luxus. Und denk, dank der Kleidung, die du mir zurechtgelegt hast, spüre ich die Kälte genauso wenig wie die Inflation. Natürlich hält sie dich warm. Schließlich handelt es sich um Markenware aus den feinsten Stoffen. Mir tun die Leute leid, die ohne solche Kleidung auf diesen Berg steigen müssen. Dann nu, sieh einer an, das Schicksal hat ihn wie erwartet erneut zu uns geführt. Du hast recht, das Schicksal oder vielleicht die Geldnot hat ihn zweifelsohne wieder zu uns geführt. Ja klar, ich komme wegen Geldnot. Aber sieh nur, wie dünn der Stoff seiner Kleidung ist, liebst du, Onea. Das sieht wirklich schrecklich dünn aus. Billy, meinst du, der Pöbel ist Kälte gegenüber widerstandsfähiger als wir? Man weiß es nicht, ne? Keine Ahnung, aber wie es scheint, sind die Kleider dieser Menschen so luftig wie die Leere in ihren Geldbörsen. Hier kommt ein Diss nach dem anderen, ja? Vielleicht ist der Pöbel genau also wirklich aufgrund seiner Armut an die Kälte gewöhnt. Billy, du. Du bist ein Genie. Für diese Erkenntnis hast du dir eine besondere Auszeichnung verdient. Eine goldene Onea. Was ist das, eine goldene Onea? Juhu! Mein Dank gilt vor allem meinem Geld. Als VIPs ist es unsere Pflicht, dem Pöbel in Not die Hand entgegenzustrecken. Hier, das sollst du haben. Hoffentlich hilft es dir, der Kälte weiterhin so tapfer zu trotzen. 10 Riesen-Nuggets, na die halten mich schön warm. Und lass mich noch ein bisschen meiner Weisheit mit dir teilen. Eine kalte Hand gehört einem warmen Herzen. Dieses Sprichwort ist absoluter Humbug. Jo, klasse. Merkt ihr das gut? Liebste Onea, du schaust so weit über den Tellerrand, dass selbst deine Weisheiten keinerlei Regeln mehr folgen. Beeindruckend. Wie dem auch sei, Billy, unsere kleine Auszeit nähert sich dem Ende. Als krönenden Abschluss will ich ins Zentrum. Ja, jetzt habe ich es leider zu schnell weggedrückt, ja. Selbst auf diese außergewöhnlichsten Orte dieser Welt schau, siehst du hinab. Du bist einfach die größte aller Jetsetterinnen. Es ist gut möglich, dass wir den Schlund nicht betreten dürfen, aber ich werde trotzdem einen Antrag bei der Liga stellen. Am Schlund, genau. Sie sind jetzt am Rand vom Schlund von Paldea. Schauen wir doch mal, ob wir sie da aufmischen können, auffinden, antreffen. Irgendwo hier. Ich weiß es nicht genau, ob das hier war oder hier. Ja, ich würde das mal hier gucken. Wir schauen erstmal hier. Wie starten wir da am besten? Klettern wir hier vom Ostturm mal rauf. Und schauen uns da mal um, ob wir sie denn finden. Das müsste der letzte Punkt sein. Also seid gespannt. Vielleicht dürfen wir noch einmal kämpfen. Vielleicht dürfen wir noch einmal ein bisschen Geld einsacken.
Na, schauen wir mal. Wir müssen erstmal hochklettern. Hier einen Pokéball mitgenommen. Ja, das ist noch nicht mal der richtige Berg. Aber okay, hier oben ist auch noch was. Ein Nugget. Hier, ja gut, ist noch ein Stückchen. Ja, wir müssen noch ein Stückchen hochkraxeln. Das ist schon noch ein Stückchen Weg. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber es ist ja der letzte Punkt. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir VIP und Nea an allen Orten gesehen. Vielleicht trifft man sie auch dann noch im zweiten DLC wieder an der Blaubeer-Akademie. Wobei, das glaube ich jetzt nicht. Das wird dann wohl abgeschlossen sein. Na gut, schauen wir mal. Ja, genau, genau. Rutsch nur wieder runter. All die harte Arbeit war umsonst. So, gleich. Gleich können wir gucken, ob wir hier richtig lagen. Oder hier, oh, Magnezone hier oben einfach mal am Start. Ja, wir sind, glaube ich, in der falschen Richtung unterwegs. Eher in diese. Schauen wir mal. Irgendwo müssten wir sie hier antreffen können. Nur aufpassen, dass wir nicht in den Schlund reinfallen. Hier unten, hier sind sie. Guck an. Lager ich doch fast richtig. Ein bisschen weiter daneben. Alter, nicht hier reinspringen, dann landen wir direkt im Schlund. So, ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Miraidon ist ein bisschen wild. Jetzt haben wir es. Na, was geht denn ab? Wieder wackelt alles. Das ist also das Zentrum von Paldea. Was für ein riesiges Loch. Ja, liebst du näher, das ist der sogenannte Schlund von Paldea. Endlich, Billy, ein neues Abenteuer für meinen wissbegierigen Geist. Los, wir müssen hinein. Mehr Reichtum wartet auf uns. Oh nein, liebst du näher, es ist wohl verboten, den Schlund zu betreten. Ich habe mich um eine Erlaubnis bemüht, aber sie wurde uns verwehrt. Wie bitte? Nicht einmal VIPs, wir dürfen da rein. Nein, ihr nicht. Ja, aber ich darf rein, der Pöbel darf rein. Ja, der Zutritt ist selbst so prominenten Persönlichkeiten wie uns untersagt. Dabei haben wir extra die Reise bis hierher auf uns genommen. Und jetzt willst du mir sagen, dass es Dinge gibt, die VIPs nicht dürfen? Ja, gibt's wohl auch, ne? Rosian, wir haben Gesellschaft von unserem allerwertesten Vertreter des Pöbels. Wahrhaftig, das ist er. Sag mal, liebster Normalbürger, nur so aus Neugier, warst du schon mal in diesem Schlund? Ja. Na klar. Jetzt sind sie geflasht, ja. Was? Das gemeine Volk darf in den Schlund und sich bereichern, aber die Elite der Gesellschaft nicht? Diese Ungerechtigkeit lässt sich nur mit einem Kampf klären. Da zeigt sich wieder dein größtes Laster. Wie ein Staraptor stürzt du dich aus heiterem Himmel auf deine Gegner. Ja, let's go. Ja, wir kämpfen natürlich noch einmal. Aber wo gehen wir hin? Wir gehen auf einen anderen Platz, ja. Hier können wir nicht kämpfen, sonst fallen wir am Ende noch rein. Genau, mit einer schönen Aussicht auf die Traubenakademie auf Mesalona City. Oho, bitte sag mir jederzeit Bescheid. Ich bin bereit. Ich bin bereit, Schwester. Ich bin bereit zum Abkassieren. Ein letztes Duell gegen mich. Nimmst du die Herausforderung an? Jawohl, ein letztes Duell. Die Geschäftsführerin von Paldea Immobilien haben wir hier gegenüberstehen. Und wieder mit Snowbelly Cat. Na, nee, Olithena hat sie diesmal. Diesmal Olithena. Okay, Überraschung. Zwei Pokémon hat sie diesmal sogar. Gut, wir gehen als erstes wieder auf goldene Zeiten. Für das maximale Cash. Und dann danach auf den Terra-Ausbruch. Wobei, hier könnten wir, glaube ich, auch auf Niedertracht gehen. Das ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Da treffen wir mit einem Geister-Move. Ne, der ist auch hier wirkungslos. Okay. Olithena gegen Pflanzen-Pokémon. Naja, gut. Terra-Ausbruch reicht natürlich. Wir sind Level 100. Gar keine Frage. Geht hier auch nur ums Geschäft, nur ums Geld. Erstes Pokémon weg. Das gab recht gute Erfahrungspunkte hier für das Milotic, glaube ich. Hat gerade ein Level-Up hingelegt. Mal schauen, wie es bei Snowbilly Cat ist. Wir gehen auch hier auf Terra-Ausbruch. Auf 69 ist das jetzt sogar schon. Der Mogelhieb hat aber keine Wirkung. Wir sind ein Geister-Pokémon. Und Snowbilly Cat auch gewone-shottet. Aber sie ist jetzt stärker. Muss man mal lassen, ja. Dass sie hier nicht gleichbleibend ist. Ein bisschen Veränderung war am Start. Ja, gibt ganz gute Erfahrungspunkte, ne? Gibt ganz gut. Oh, was für eine Niederlage. 140.208 Poké-Dollar schenkt sie uns hier. Sehr nice.
Sehr, sehr nice. Ich habe mich wieder gefasst und sehe nun alles mit klarem Blick. Egal ob VIP oder Pöbel, letztendlich sind wir alle Menschen. Es gibt keinen Grund für Schranken zwischen uns. Deshalb ist mir die offensichtliche Wahrheit nicht früher klar geworden. Es ist mir so peinlich, dass ich mich am liebsten in ein Loch verkriechen würde. Wie schade, dass ich dieses hier nicht betreten darf. Liebste Onea, du bist uns die ganze Zeit gefolgt, um uns diese Lektion zu erteilen, nicht wahr? Ja, natürlich, natürlich, deswegen habe ich das gemacht. Schon gut, du brauchst dich zu deiner Wohltat nicht zu äußern. Wir können dir nicht genug danken. Wärst du so freundlich, dieses Geschenk anzunehmen? Was gibt's noch? Nochmal 25 Riesen-Nuggets. Natürlich, die nehmen wir gerne mit. Und eine VIP-Handyhülle. Siehst du, Billy, durch diese Reise konnte ich als Person ganz neue Reife erlangen. Das schreit nach einem Neuanfang. Ab morgen werde ich mich als Geschäftsführerin so richtig ins Zeug legen. Viel Erfolg, viel Erfolg. Hulala, willst du damit sagen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast? Du bist wirklich das perfekte Paradebeispiel für alle VIPs. Wenn wir schon bald dabei sind, gebe ich dir, lieber Normalbürger, eine Lektion in Sachen Posing. Die Schockpose hat er uns jetzt beigebracht. Na, die nehmen wir auch noch mit. Na dann, adieu. Bis bald. Das war's. Das war die VIP-Onea-Sidequest. Und wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.